Sag mal, diese Hintergrundmusik gerade, ne? Als würde die mir voll echt sagen wollen, du solltest nicht hier sein. Hi, wie geht's dir denn so? Ja, du kannst schön nach vorne zeigen, das ist toll. Und deine Sense leuchtet auch schön. Wie kann man das schon sagen? Wo ist denn jetzt hin verschwunden? Oh, hey, Cthulhu wieder. Ich verstehe dein Geschlürfe nicht. Sprech mal Deutsch. Oder irgendwas anderes Verständliches. Hey, wieder Klamotten bekommen. Die Klamotte sieht jetzt irgendwie nicht so geil aus, um ehrlich zu sein. Ich glaube, die würde einem weiblichen Charakter ein bisschen besser stehen. Ha! Und was schlabbert hier eigentlich die ganze Zeit herum? Das ist sehr finster hier. Alter, hier sieht man ja gar nichts. Außer da unten vielleicht. Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Bist du noch eine Decke? Bist wahrscheinlich unter mir, wahrscheinlich. Oh, eine Tür. Und dahinter ist Cthulhu. Warte, warte, gleich ist da kein Cthulhu mehr. Verdammt. Nochmal. Sag mal, sonst kriege ich das auch hin. Diesmal geht das nicht, weil die Tür hier anscheinend irgendwie undurchdringbar ist. Gut, dann sehen wir uns morgen wieder, ja? Hä? Oh, hi! Wo kommt das Ding denn auf einmal her? Guck mal eben so ein Werwolf hier rein. Was zum Geier? Warum hast du blaue Augen? Ciao! Hast du gerade einen Weg da hinten geöffnet? Oder was ist das? Nee, da ist leider nichts. Schade. Gut, dann. Hoffentlich kann ich jetzt weggehen, ohne dass da irgendwas rauskommt. Hä? 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 Was passiert hier? Ich sehe teilweise nichts, weil die Kamera da im Weg ist. Okay, das. Ach du Scheiße, drei Stück. Ja, die kommen alle natürlich von da. Ist. Ja, was zum. Das ist jetzt aber nicht gerade fair. Gut, die einen haben sich jetzt was weiß ich wohin verkrochen, das ist schön. Schön, dass sie sich so aufgeteilt haben. Können die anderen bitte jetzt auch mal runterkommen? Ich habe einen von euch Kollegen gerade auseinandergenommen. Ah ja, da kommt ja auch schon der. Nee, Quatsch, der hängt nur einfach an der komischen Geländer da fest. Das ist ja, Gut, dann lasse ich den mal da mit dem Geländer spielen, ich nehme den anderen Typen. Hi. Okay, ja, der nimmt auch direkt mich mal. Gut, du bist jetzt auch weg. Und ab zum nächsten. Hallo. Tschüssi. Gerade war es noch so schön hell erleuchtet und jetzt ist es wieder so mega finster. Oh, hi. Okay. Warum bist du denn da? Wird das Spiel hier gerade zum Pseudo-Horror-Game werden, weil es hier so düster ist und so mega und so merkwürdige Musik hier nebenbei läuft? Oh hey, da Kopfsalat! Kopfsalat, da ist wieder Kopfsalat, den ich nicht treffe. Hä? Was ist da um die Ecke? Ach so, nur Cthulhu. Wo geht's denn da jetzt hoch? Hm, ich geh erstmal da lang. Da tapselt ja auch schon wieder so ein Cthulhu entlang. Und sehr viele Items. Nein, du tust mich nichts dann. Ich hab Nein gesagt. Okay, das wird wohl nix. Ja, tu mir mal eben schön das komische Schleimding da in meinen Kopf rein, ja? Mm. Ja, fühlt sich geil an, meine Güte. Besser als beim Zahnarzt. Ich weiß zwar nicht, was besser da beim Zahnarzt sein sollte, aber alles ist besser gewesen. Augenbindenkappe? Was? Ach so. Sowas ist das. Jetzt sehe ich total unterbelichtet aus. Das sieht doch so scheiße aus. Das will doch keiner haben.
Oh, weißt du was? Laufen wir einfach mal ein bisschen lieber als Gascoin durch die Gegend. Sieht auf jeden Fall wesentlich besser aus als das bescheuerte Zeug, was ich vorhin anhatte. Hey, Cthulhu, wie geht's denn so? Ach, nicht ganz sehr gut. Ja, okay. Oh, hey, du hast deinen Schwester, Bruder, Ding geholt? Ja, das war ziemlich dämlich. Das weiß ich auch schon. Nee, du stunst mich nicht noch einmal. Ciao. Und geh mal zum Arzt, das da oben kann nicht in Ordnung sein. Waisenhausschlüssel, das ist toll. Hab zwar keine Ahnung, wo der Schlüssel benutzt werden soll, aber irgendwo wird er schon benutzt werden. Hallo? Ach so, das ist die Tür, wo der komische Werwolf da vorhin durch die Scheibe gesprungen ist. Hey, das ist ja das Symbol. Geil. Da hab ich ja mal eben die Geste gefunden, die ich benötige bei dem Hirn. Geilo. Mann, du siehst aber sehr vertrocknet aus, Kollege. Jetzt sag nicht, dass das die Vordertür ist. Nee, das sieht nicht so aus. Sieht mehr aus wie ein Aufzug irgendwie. Oder auch nicht. Ach, aber dafür ist hier der Haupteingang. Ja, geil. Dann mal schön fix aufmachen und dann ab nach da oben gehen. Hoffentlich ist er weit. Hey, du greifst mich ja an. Du bist nicht wie deine Kollegen, die einfach nur doof in der Gegend herumgestanden haben. Steht da hinten was? Nein! Es ist einfach nur Deko. Was ist denn das hier? Was? Himmlischer Gesandter? Ein Bosskampf? Was? Hi! Was? Ist das der Boss? Nee. Hä? Ich bin verwirrt. Ich habe irgendwas angegriffen gehabt, was Schaden bekommen hat und der Rest aber... Hä? Ist irgendeiner von euch ein Gesandter? Hä? Ich krieg keine Echos. Der Boss kriegt keinen Schaden. Muss ich die Pflanzen hier kaputt machen? Nein, das geht nicht. Was zum Geier ist das für ein Boss? Habe ich jetzt hier gerade so eine Art Rätselboss oder was? Wo ich erstmal herausfinden darf, was ich hier überhaupt umnieten muss? Ach, dich! Ich schnall jetzt erst gerade die ganze Zeit, dass da einer irgendwie die ganze Zeit eher so Abstand hält. Okay, ciao. Okay, oh. Ich glaube, der Pilz ist gerade gewachsen. Mein komischer Alien-Pilz ist gerade plötzlich zu Godzilla geworden. Und kann nicht wirklich großartig irgendwie Angriffe ausführen, weil er nur mit seinem Körper angreift. Ich hab grad gesehen, dass du eine nette Frisur hast. Wahrscheinlich hättest du irgendwelche komischen Geschosse durch die Gegend geballert, ne? Ich kann mich hier irren, aber diese Rune habe ich jetzt zum vierten Mal bekommen. Was? Das soll ein Boss gewesen sein? Er war ein sehr merkwürdiger und extrem einfacher Boss. Ah. Da ist schon wieder so ein Ding. Weg mit dir, du Schleimding! Hab zwar keine Ahnung, was du darstellen sollst, aber Hauptsache, du existierst nicht mehr. Ruf ins Jenseits? Das ist schon wieder ein Cast, oder? Mal ausprobieren. Oh, ich kann es gar nicht ausprobieren. 40 Arkan, okay, da fehlt mir aber noch ein bisschen was. Oh, was ist denn das für eine Fähigkeit schon wieder? Okay, hallo, Pilz, Pilz, Pilz. Da ist schon wieder so ein Alien-Pilz. Hi. Guck mal! Tja, das hast du nicht erwartet, wa? Dass deine Klinge plötzlich durch die Wand kommt. Was zum Geier ist denn das da hinten?
Ich sehe auf jeden Fall, dass ich hier einen Begleiter rufen kann. Ich glaube, das da vorne ist ein Boss. Ja, herrlich, geil. Was rufe ich denn hier bitte? Damien. Könnte ich nicht jemanden den Domian haben? Der könnte den da hinten zu Tode zuhören. Ach, dich habe ich bekommen. Okay, ja gut. Ich habe leider gerade keinen Vogelkäfig auf dem Kopf. Hoffentlich stört dich das nicht, Kollege. Wie hieß der Ort? Altar der Watt? Er hat mich hingeguckt. Hallo? Ich hoffe mal, du bist nicht ein Gegner. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier stehen kann oder lieber abhauen sollte. Warum zum Geier steht der denn da hinten rum? Sag mal, weiß der was, was ich noch nicht weiß? Hi? Ich stehe gerade in deiner Tentakel. Stört dich das nicht irgendwie? Sag mal. Ich will lieber nicht angreifen, aber okay, weißt du was? Wenn der Typ da hinten steht, dann greife ich einfach mal an. Hi, ich glaube, ich habe dich gerade geweckt. Ich hau mal ab, ja? Ach, das ist dein Gesicht. Ja, das sieht ja schön aus. Ebriatas, Tochter des Kosmos? Heißt nicht eine Fähigkeit, die ich habe, Ebriatas Tentakel oder so? Ach, hi, jetzt bist du plötzlich hier? Du hast ja ein nettes Gesicht. Sag mal, Ebriatas, was wachsen dir da eigentlich für komische Spaghetti aus deinem Kopf? Sollen die das sein oder ist das eine Frisur? Bist du gerade größer geworden? Okay, au. Los, weg von hier. Ich muss weg von diesem Spaghetti-Monster. Aber du sollst da nicht die Glocken klingeln lassen, du sollst den Boss umnieten. Der aber bis jetzt irgendwie nicht gerade unbedingt sonderlich viel getan hat, merke ich gerade. Hi. Huch, was? Wie? Was war das denn? War ich das? Ja, ich weiß, das habe ich verdient, glaube ich. Oh Gott, das Spaghetti-Monster ist gerade wütend geworden, weil ich ihm in seine Visage reingestochen habe. Ich sehe gerade null. Wo bin ich? Ah, ich bin hier drinne. Ich bin hier drinne, ja. Das will man auch nicht unbedingt hören, wenn man so ein Monster sieht plötzlich. Sag mal, ich stehe die ganze Zeit hinter dir. Aber du machst die ganze Zeit so komische Störgeräusche. Kommt die von dir? Warum bist du plötzlich so schwarz? Oh, hey, du kannst plötzlich... Oh, okay, ja, papa. Das Ding kann ja fliegen und Blut spucken. Das ist toll. Ich glaube, sein Kopf explodiert. Und die Tochter des Kosmos ist weg vom Fenster. Oh, ich habe einen Kelch bekommen. Da killt man mal eben ein Spaghetti-Monster und bekommt einen Kelch. Ja, geil. Was liegt da vorne rum? Ich kann es untersuchen. Das Ding sieht doch aus wie Rom. Warum liegt denn hier eine versteinerte Version von Rom rum? Hä? Was soll ich denn da tun? Okay. Irgendwas kann ich an den Dingen machen, aber ich habe keine Ahnung was. Naja, dann mal wieder weg von hier. Ja gut, jetzt ist erstmal warten angesagt. Ich habe aber keine Ahnung wie lange. Macht aber auch keinen Sinn, das Video jetzt hier unnötig irgendwie nur zu verlängern für nichts. Zudem, kann es sein, dass ich übrigens die letzten zwei Bosse gekillt habe aus dem Hauptspiel? Außer natürlich den Endboss natürlich.
Weil wenn dem so ist, dann ist jetzt eigentlich DLC angesagt. Ich habe aber gerade keine Ahnung, wo ich eigentlich zum... Hey, da ist das Ding ja! Wie ich zum DLC eigentlich hinkomme, das, weiß ich überhaupt nicht. Hätte ich mal nachgucken sollen. Warum mache ich eigentlich hier einen auf Uhr? Hat das irgendeinen Grund? Aber geil, ich habe den komischen Mondzeugs da bekommen. Bringt es irgendwas, dich jetzt zu killen? Riesiges Schwabbelhirn. Ah. Ich meine, du hast mich eigentlich versucht, die ganze Zeit umzubringen. Und jetzt gibst du mir komischerweise die Rune. Ich bring dich einfach mal um. Wird da schon nichts passieren, außer dass ich ein paar Blutechos bekomme. Oder instant sterbe, eins von beiden. Ach, egal, rein ins Auge. Das sticht ein bisschen. Du bist nicht tot? Na gut, dann rein nochmal da. Und nochmal. Sag mal, du hältst aber wirklich sehr viel aus. Sag mal, hast du gar keine Gesundheit oder was? Sag mal. Liegt das jetzt nur daran, weil ich mein HUD ausgeschaltet habe, dass ich hier nichts von dir sehe? Ja, es lag daran. Oh Gott, ich Depp. Ja, noch ein Hieb und dann ist er weg vom Fenster. Das macht mein Hirn auch, wenn ich überhaupt keine Ahnung mehr habe, was ich machen soll und komplett überfordert bin.